Okay, im Baumarkt ist er dein Chef. Hier ist er nur der Vater deiner Freundin. Ganz ruhig. Wenn ich nett zu ihm bin, ist er bestimmt auch nett zu mir. Und in 2 bis 3 Wochen gehen wir schön zusammen einen trinken. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Hallo zusammen. Sehr schön. Du scheinst deinen Platz schon zu kennen. Das ist Baloo. Der will nur spielen. Ich habe hier einen kleinen Snack vorbereitet. Das sind Tofu-Bällchen mit Korinthen und die mit Mamba-Paste. Danke. Oh, das ist aber lieb. Na, die stelle ich gleich mal ins Wasser. Ja. Ach, übrigens, herzlich willkommen. Du bist hier nur auf Bewährung. Willkommen in der Hölle. Von der Linkstreppe hoch, Tür ist offen. Gott sei Dank, deine Pornosammlung wiegt nämlich eine Tonne. Nix Pornosammlung, handeln! Und? Du willst wirklich hier einziehen? Nee, in das unsichtbare Haus nebenan am Ende der Straße in Stuttgart. Du betrittst Mädchenworld. Ich bin doch nicht zum ersten Mal hier, Kiffkopf. Aber das ist doch keine artgerechte Haltung für jemanden wie dich. Ich dachte, ein Mann von Welt wie du war schon mal in einer Frauenwohnung. Ja, und vor dem Frühstück wieder raus. Du musst hier unbedingt mal das Badezimmer angucken. Wusstest du, dass es Tampons mit Einführhilfen gibt und Binden mit Flügeln? Und wenn die voll sind... Das war ein bisschen mehr Information, als ich mir gewünscht hätte. Rallye-Lehrer Wendel bei seiner Freizeitbeschäftigung. Ist das überhaupt legal? Katzenschleudern ist seit über 100 Jahren in Deutschland verboten. Das kann dem Wendel das Genick brechen. Naja, der Katze auf jeden Fall.